Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier auf unserer Italien-Map. Und ja, das Grubbern ist jetzt erstmal fertig. Und das heißt, wir können den Grubber wegfahren. Und ich habe zwischenzeitlich Steine gelesen. Und was soll ich sagen? Es hat wirklich, ja, es hat körperliche Schmerzen verursacht. Ich habe es dann dran gegeben, wir werden das Feld um der Lesesteine bereinigen, sobald wir denn uns den großen Steineleser leisten können und ein entsprechendes Fahrzeug, denn ja, der braucht natürlich ein bisschen PS, ne? Genau, also das werden wir tun und dann werden wir das so lange zurückstellen, bis wir damit arbeiten können. Genau, so machen wir das nämlich. So, einmal runter bitte. Und dann geht's ans Sehen. Jetzt aber richtig. Ne, Moment, wir machen erst nochmal hier Dünger-Action. Wo wir gerade hier unterwegs sind. Der Bührer ist auf dem Rückweg vom Steine verkaufen. Und ihr seht schon, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Also wir mussten natürlich den Steineleser mieten und hier hinschleppen. Und ach, das ist alles ein Drama. Also Steine lesen, ich mag ja, wenn so die Details dann im Spiel auch langsam hochgehen oder so, aber Steine lesen und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Ich glaube, das kann man schon mal sicher sagen. Na komm, Hardy, was ist los? Huch. So. Bin ich denn so daneben hier? Ja, eigentlich nicht, ne? Ach. Hat keiner gesehen. Genau. Saatgut müssten wir auch noch auf dem Hof haben. Meine ich. Das ist ein bisschen wieder Gewöhnungssache hier mit dem Lenkrad zu fahren, aber dadurch habt ihr auch ein bisschen mehr 3D-Ansichten. Und der hat hier wenigstens ein kleines Frontgewicht, aber das scheint auch nicht so viel zu nützen. Auf die Straße. Gut. Ja, düngen, dann sehen und dann sehen wir weiter. Und dann geht es auch schon in die Ernte und dann müssen wir mal gucken, wie viel da überhaupt dabei rumkommt und was dann die nächsten möglichen Schritte für eventuelle Fahrzeuge sind. Finden nur ein bisschen komisch, ne, dass wir hier diese riesen Spritzer haben, aber ansonsten sind die Sachen alle relativ klein. So, Kollege, warte mal. Nicht, dass du uns hier in den Weg fährst. So. Mal gucken. Gut. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge Abdeckung mit der kleinen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich lieber mag. Ich mag ja eigentlich die Spritzen zum Düngen lieber, weil dann sieht man auch, wie breit geht es denn dann hier raus und wenn ja, wie viele. Aber auf der anderen Seite. Ist es natürlich schwierig mit den Hindernissen am Feld, ne? Also wir haben ja häufig die Bäume im Weg und so weiter. Ja, und ihr seht, Lesestein, es sind immer noch welche drauf. Ich hab's, das ist wirklich. Das Problem ist, die Lesesteine mit dem kleinen Trecker und dann hat ja die Lesesteinsammlermaschine eine steife Achse vorne, wo der Wendekreis ist begrenzt. Also der normale Helfer funktioniert nicht. Cosplay ist auch ein bisschen schwierig. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte hier. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und dann werden wir das lieber machen, wenn wir dann die größeren Maschinen haben, die wir dann vielleicht irgendwann haben. Da müssen wir natürlich erstmal hier fleißig düngen und fleißig sehen. Und dann geht es auch schon in die Ernte rein. Wollen wir das mal mit der teilbreiten Einstellung hier dann machen, um dann noch ein bisschen zu sparen. Hä? Like a Boss, würde ich sagen.
Naja, also Dinge, die man mit Gardehol natürlich natürlicherweise verbindet. Ja, geht schon, ne? Kann man mal machen. Okay, das war nicht so like a boss. Okay. Oh Mann. Es springt halt rum, ne? Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Da war 2 Meter zurück. Dann hier dieses Stück nochmal. Ja, dann haben wir schon. Und dann geht's ab an die Seemaschine. Würde ich dann auch mit diesem Trecker machen, weil ich glaube, der Bührer ist ein bisschen insgesamt schwieriger zu steuern und so. So, bei die hinten nochmal eben einmal hoch. Kommt, geh hoch. Das gab's doch, ne? Der hier. Nee? Okay. Dachte. Na gut. So, dann sehen. Wie gesagt, ich würde gerne als erstes hier Sojabohnen ansehen, die ja den Vorteil haben, dass wir da reichlich Geld bekommen, ohne den Aufwand zu haben, dass wir jetzt nur das Stroh mitverkaufen müssen, um halbwegs konkurrenzfähig den gleichen Preis zu erzielen. Und ja, das obwohl die natürlich deutlich weniger Volumen haben, beziehungsweise weniger Preis pro Volumeneinheit. Ihr kennt ja diese Umrechnung, wo, wenn man neu im LS ist, dann guckt man ja einfach nur nach dem Preis und denkt sich, ah ja gut, höchster Preis ist dann wahrscheinlich das Beste. Aber es kommt natürlich unterschiedliches Volumen raus. Das muss man ab und zu immer nochmal wieder erwähnen. Und ja, wenn ihr sagt, ich kann das natürlich selber besser, zum Beispiel auf dieser Map, aber mit dem LS, Link in der Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Das neue Pack ist draußen, der neue DLC. Beziehungsweise der kommt in Kürze, deswegen, je nachdem wann das Video erscheint, könnt ihr schon mal vorbestellen, mitbestellen, wegbestellen und mich unterstützen. So. Dann können wir aber hier jetzt den Kurs nehmen. Den haben wir ja schon. 3 Meter. Zack. Dann erster Wegpunkt und let go. Und dann gucken wir mal, ob es dann funktioniert. Und derweil können wir den Bührer schon mal wieder wegfahren. Brauchen wir den noch für irgendwas? Ja, wir müssen dann noch ein zweites Mal düngen. Wir könnten wirklich mal gucken. Wie der sich dann damit anstellt. Wie gesagt, bei der Lese, beim Lesesteine lesen, das war. Achso, der kann hier wieder die Innenansicht nicht so gut. Das war wirklich nicht so toll. Ach stimmt, genau. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich habe in der letzten Folge so ganz toll darüber gesprochen, über den neuen DLC. Aber je nachdem, wann das Video kommt, ist der ja noch gar nicht draußen. Und deswegen, merkt euch den Link einfach bis zum Release-Tag. Ich denke, das schafft ihr. Und ja. Aber vielleicht guckst du dieses Video ja erst ein halbes Jahr später. Dann ist er natürlich schon da. So, jetzt haben wir es aber langsam. Mann. So. Gucken wir mal. Was macht er hier? Achso, er fährt zum ersten Wegpunkt. Ja, die Maschine hatte ich auch noch gesetupt, dass die, also was die alles darf, ne? Also auf dem Feld wenden und diese ganzen Geschichten. Und ja. Dann könnten wir mal schauen hier. Gegrubbert ist.
Kalk benötigen wir auch. Den müssten wir, hätten wir vorher machen müssen. Wir haben mal keine, wir haben im Moment noch keine Kalkmaschine. Kalkmaschine? Was ist denn eigentlich los hier? So. Ja, was funktioniert? Sehr schön. Dann kann er hier erstmal ein bisschen arbeiten. Wir sind mittlerweile im Februar angekommen. Es ist gesät, gedüngt und überhaupt alle sind glücklich. Das heißt, die Ernte kann losgehen. Da würde ich einfach mal sagen, wir schwingen uns mal in den Drescher rein. Warum habe ich denn hier so ein komisches Außengeräusch? Immer, aber gleich, falsche Taste, die. So, jetzt ist richtig. Das ist, wenn man im Lenkrad sitzt, da passiert nämlich sowas. Ja, Schneidwerk können wir, glaube ich, hier abholen, ne? Oder sollen wir das mitnehmen? Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir ziehen das ein bisschen raus und dann können wir das schon hier mitnehmen. Ja, dieser kleine Hof, das ist natürlich, haben wir ja beim letzten Mal, als wir diese Karte schon so ein bisschen angespielt haben, auch schon festgestellt, das ist jetzt nicht so gerade wohl üblich, aber wir können uns ja hier frei ausleben und einen Hof erweitern, ausbauen, you name it, da sind wir ja, da sind ja der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. So, die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt damit? So, mal einmal hier. Ach, da ist ein Stein. Sehr gut. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das erstmal so. Denn normalerweise, man muss das ja nicht immer mit dem Drescher machen. Aber wir machen das jetzt hier gerade mit dem Drescher. Man kann ja auch einen Trecker dann holen oder so und den dann fahren lassen. So, mal gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie breit das Schneidwerk ist und welche Zustände wir da jetzt wieder bekommen werden. Der Garderol ist ja eher so der große Maschinentyp, aber ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Freund davon, wenn man sich Dinge erarbeiten muss. Das kennt, glaube ich, die Generation TikTok gar nicht mehr. Wenn da nach 15 Sekunden nichts passiert ist, dann ist vorbei. Weiß nicht, ob das eine sehr weise Lehre fürs Leben ist. So, pass auf. Dann machen wir das einmal so hier. Hallo? Hier über Spiegel fahren. Ich weiß auch nicht, wer das Holz hingestapelt hat. Das ist sehr ungünstig. Sind wir denn hier überhaupt? Nee, ist doch richtig. Ja. Ich versuche das mal realistisch, ja? Na, guck dir das an. Was ist denn das? Ach so, stimmt, der hat ja hier hinten das, der lenkt ja hinten, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Alright. Dann holen wir uns mal das Schneidwerk. Ich hoffe, dass wir einen Stein im Weg. Der Busch. Ernsthaft? Mal hier mit dem Rückwärtsgang. 4 Meter, müssen wir auch nochmal einen Kurs einfahren. Oder ich habe eigentlich gerade Bock, dass wir mal selber dreschen. Erstmal aufklappen. Cosplay können wir immer noch machen. Wir dreschen mal selber, komm. So, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn so der Fortschritt dann auch bei den Maschinen ist. Also, Soja ist angesagt. Wir wollen so viel Soja wie möglich haben. Damit wir, ja, damit wir uns die ersten Sachen dann demnächst leisten können.
Und mit einem 4 Meter Schneidwerk in einem Garderoll-Video. Dass du das noch erleben darfst dieses Jahr. Hättest auch nicht mitgerechnet, oder? So. Wir gucken mal auf den Tank. 3%. Also das geht relativ langsam voran. Oder der Tank ist, glaube ich, bei diesem Drescher war der Tank ziemlich groß, ne? In Relation zu den anderen, meine ich. Das ist natürlich dann so ein kleiner Vorteil. Und wir könnten hier theoretisch auch mit GPS fahren. Warte mal. So. Ja, ich meine, der Tank wäre hier bei dem in Relation zu anderen Maschinen relativ groß. Wieso hat der einen seitlichen Versatz? Aha, weil ich einen seitlichen Versatz habe. Okay. Da müssen wir nochmal. So, den hier. Ja, das funktioniert hier eh noch nicht. Dann eben nicht. Boah, da muss ich erstmal gucken, wo die Verkaufspunkte sind. Zum Verkaufen habe ich mir überlegt, wir werden nicht diese Nummer machen mit Einlagern, 5 Jahre warten, nichts passiert auf dem Hof, Zuschauer schalten ab. Sondern wir werden immer sofort verkaufen. Wir werden auch nicht nach der Liste arbeiten, wie wir es im Playtest machen. Sondern wir werden hier ganz entspannt das runterspielen. Ne? So machen wir das. Da kommt der Zug. Das ist ein schlechtes Zeichen für meinen Hinterteil. Wir fahren mal schnell weiter. Was übrigens noch cool wäre, ist, wenn man den Unterschied zwischen Kabinenlärm und Draußenlärm, wenn man da die Lautstärkenunterschiede etwas anpassen könnte. Ich persönlich arbeite natürlich dann in der Nachbearbeitung mit Filtern. Aber ich denke mal, als Spieler würde einem das auch auf den Senkel gehen, oder? Würde ich mal so annehmen. Dann sage ich mal, wir machen mal die Vorgewände und dann lassen wir den normalen Helfer fahren. Dann können wir nämlich gleich den Abfahrer schon mal bereit machen. Den müssen wir noch an den Start bringen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich komme mir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so richtig wie in einer Simulation hier vor. So als würde ich wirklich mit dem Drescher hier über das Feld fahren, hier in meinem Lenkrad sitzend und in der Ego-Perspektive. Das hätte ich schon längst mal wieder machen sollen, glaube ich. So, wir sind auf Bahn Nummer 3 und der Tank ist zu 75% voll. Das heißt, ich würde sagen, wir machen mal eben noch den Abfahrer hier, bringen wir gleich an den Start. Da kann der Helfer in der Zeit dann schon mal weitermachen. 5000 Liter Tankinhalt. Genau, das wollten wir auch noch nachgucken. Ob ich da irgendwie Quatsch erzählt habe oder so. Das schauen wir dann gleich mal. So. Ich auch eben hoch machen können. Ja, welchen wollen wir denn nehmen? Den hier, würde ich sagen, ne? Genau. Ich muss mal einmal gucken hier. Drescher. Da. Kleine Drescher. 4,9. Der hat schon 8,5. Okay, da habe ich nichts gesagt. Da habe ich das falsch in Erinnerung. 5, 6. Okay. Da ist der Anhänger. Dann schauen wir mal. Ja. Gut, dann durch den Tunnel. Auch hier stelle ich mir dann später schwierig vor, wie man mit den großen Maschinen dann hier durch will.
aber so be it. Und dann einmal abtanken, bitte. Im Februar, ne? Ich wollte es nur nochmal anmerken. So. Gut. Da geht's auf jeden Fall ab. Ich weiß gar nicht, wie viel geht auf den Anhänger drauf. Der ist fast voll mit einmal dreschen, okay. Das heißt, liebe Leute, in der nächsten Folge gibt's die traditionelle dritte Folge Garderol erkundet die Map. Na, die Hälfte geht rein. Hä? Wie? Achso, der war noch nicht ganz voll. Okay. Also Garderol erkundet die Map. Wird in der nächsten Folge passieren, denn wir müssen in der nächsten Folge natürlich ein bisschen verkaufen fahren. Und ja, bis dahin können wir hier nochmal... Ups. Gehen wir jetzt nochmal ran und dann kann hier aber wahrscheinlich der normale Helfer jetzt ran. Wir gucken mal. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Denn du willst auch wissen, wie es weitergeht. Ich auch. Ich liebe diese Map. Und werden da schon viel eher machen sollen. Ganz ehrlich. So. Ich fahre noch ein bisschen die Ecken hier ein und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch oben da. Ein Daumen hilft mir mehr, als du vielleicht denkst. Vielen Dank dafür und, ja, tschüss! Tschaußen!